Hallihallo, Hallöle, willkommen zu einer neuen Stream-Folge. Alles nur im Stream von Diablo 3. Ich habe mir mal den Kreuzritter, glaube ich. Ne, nicht Kreuzritter, wie heißt der mal? Schon hab vergessen, ne? Den habe ich mir Totenbeschwörer, genau. Den konnte man, kam später nach Reaper of Souls. Irgendwann kam der Totenbeschwörer noch. Aber auch wieder 15 Euro, ne? Aber egal, ich habe natürlich geholt und der ist richtig, richtig, richtig geil. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr geil. Muss nur ein Schaf für löschen. Ich bin nämlich kein. Ah, ich habe noch zwei verbliebene Heldenplätze. Okay, dann kann man natürlich. Fangen natürlich von vorne an, ne? Klar. Totenbeschwörer. Kurz gucken, ach so. Okay, Fußball halt, ne? Machen wir ruhig weiblich, egal. Kein Hardcore, kein Saisonheld, nein, 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 ein ganz normaler Held. Eine Heldin. Ich habe natürlich mein Bild, den ich jetzt vom Großen übernommen habe, natürlich auch übernommen, alles, ne? Ich möchte natürlich von normal bis höchsten Qualstufe komplett durchspielen. Sound kommt auch gleich jetzt nur aus. Komplett durchspielen, aber alles nur im Stream. Ich will nichts off-screen machen oder dergleichen. Soll aktivieren, genau, anwenden. Okay. Soll eigentlich jetzt da sein, ne? Ich befinde mich bereits in der Nähe des Gefallenen. Ein bisschen leise, ne? Kann das sein? Ich mache ein bisschen lauter. Oh, auf 20. Und der von ihm auferweckten Toten. Machen wir noch ein bisschen lauter. Dann habe ich ein bisschen leise, glaube ich. Wenn ich so richtig sehe. Sollte besser sein. So, ich habe ja hier Paragon-Stufen, habe ich natürlich schon ohne Ende. Heißt ohne Ende, so viel ist auch nicht, ne? Aber immerhin, erstmal kurz die ganzen Punkte verzahlen, bringt schon was. Schon eine kleine Erleichterung. Ich meine, ist auch schon ein bisschen älter, Diablo 3. Finde aber Diablo 3 besser als 4. Ganz klar. 4 komme ich irgendwie. Finde ich nicht so recht den Bezug zu. Irgendwie, ich weiß nicht. Ein bisschen komisch. Ein bisschen Vitalität will ich schon machen. Nicht verkehrt. Will nicht so schnell sterben. Das ist natürlich Intelligenz, ne? Totenbeschwörer ist natürlich die Hauptattribut immer ganz oben. Egal was, ob der Dämonenjäger, Geschicklichkeit, bei Barbar, Stärke zum Beispiel, mal Totenbeschwörer, Intelligenz. Diablo 4, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch schon alle Klassen angespielt, auch schon mehr gespielt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen komisch. Die neue Klasse habe ich noch nicht gespielt, die jetzt vor ein paar Monaten kam, aber irgendwie, Diablo 4 ist irgendwie nicht wirklich meins. Irgendwie ein bisschen komisch, aber natürlich jedem das seine, klar, ne? Ich habe auch Path of Exile 1 damals habe ich mal angespielt gehabt, aber ist ja noch komischer. Irgendwie total seltsam zu spielen. 2, weiß ich nicht, ob ich das mal anspielen soll. Aber irgendwie finde ich Diablo 3 ist besser. Also für mich persönlich, ne? Aber natürlich jedem das seine, klar. Jedem das seine, jeder so wie er möchte. Klar. Der eine findet Path of Exile viel besser als alle Diablo-Teile. Andere findet wiederum Diablo besser, ne? Immer so eine Sache halt, ne? Das ist natürlich ganz, ganz klar. Logisch. Eben kurz die ganzen Punkte verteilen, dann geht es auch schon los. Ich habe mein Bild habe ich mir aufgeschrieben, den ich mit meinem Großen jetzt gespielt hätte. Da war ich bei Qual 2 oder 3, glaube ich. Und der hat mir so gut gefüllt, auch auf Max-Level, wenn du auch noch ist, dann habe ich gedacht, komm, den kannst du auch gut im Stream eigentlich spielen. Goldsammelradius, ja, warum nicht? Ich meine, es ist auch ein richtig gutes Spiel zum Streamen halt, ne? Ich bin auch gerade dabei, was mir richtig gut gefällt, den ich vorhin nicht so gedacht, ne? Satisfactory in der Dünenwelt, also wirklich sehr viel Wüste. Mich gerade dabei, bin ich sowas von begeistert, ne? Mann. Aber will ich erst noch ein bisschen mehr spielen. Da will ich erst noch ein bisschen mehr machen, aber gefällt mir richtig gut. Ist schon ein bisschen schwer, klar, aber nicht unbedingt Hardcore oder sowas, ne? Überhaupt nicht. Gefällt mir auch richtig, richtig gut.
Ja, hier ist Goldflächenschaden, nein, Ressourcenreduktion machen sollen, ne, wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Nicht nur alles zurücksetzen, nein, egal. Ist ja nicht so wichtig, komm, machen wir einfach. Ja, klar, ne, weil viel mehr Leben, ja, aber nicht so wichtig. Nicht so schlimm. So, fangen wir einfach mal an. Ich möchte schon natürlich jede Stufe durchgehen. Also nicht jetzt sofort auf Qual 1 springen oder sowas. Ich gehe aber auch nicht in jede Höhle, jeden Dungeon, jedes Haus rein. Nee, nicht jedes. Das dauert einfach viel zu lange dann, ne? Ab und zu mal klar, ne? Logisch, ne? Jo, Stufe 2. Knochenspeer. Nicht wirklich gut, nicht wirklich wichtig. Braucht man nicht, egal. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Ich habe natürlich auch einige Erfolge, nicht alle Erfolge, aber einige habe ich natürlich auch im Laufe der Zeit mir schon geholt. Hier das Buch kann man mitnehmen. Ja, König von Neutristram. Ich kenne die Story natürlich, ne, schon mehrmals gespielt. Ah, ich habe noch nicht meinen. Moment, ich habe doch noch. Wo ist denn das eigentlich nochmal? Sammlung. Hier war das doch, ne? Gefährten, genau. Oh, was ist denn das? Ach, nehmen wir die mal. Anlegen. Die Blutrose. Ja, mit hier auch hier Porträtrahmen, Flaggen, ganzen Kram, ne? Finde ich nicht so schön auf dem Rücken, nicht so gut. Flügel, ja, da passen irgendwie die. Die finde ich passen noch am besten dazu. Zum Totenbeschwörer. Flammenflügel haben viele. Und die, ja, nehmen wir die mal. Tyrannei des Vaters. Nehmen wir die einfach mal. Ist nur Deko. Vor allem die Rosen natürlich, nicht können Gold einsammeln. Nur Gold. Gegenstände nicht. Nur Gold. Aber schon sehr hilfreich. Muss man nicht alles selber machen, ne? Natürlich habe ich den Schmied und den Juwelier und alles, ne, schon auf Max-Stufe Level 12, glaube ich, war das, ne? Natürlich, ne, klar. Ich werde den Lebenden Ich bewundere eure Seid Ja, komm. Können wir vielleicht nachher mal durchgehen, wenn es die Story durchlaufen lassen. Dauert nur ein bisschen, ne? Erstmal einmal durch. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Oh, Schuhe. Haben wir gar nichts. Deckard Cain war viele Jahre lang auf seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würden sie wieder als lebende Tote hervor. Manchmal ist hier auch auf, weil sie sind halt nicht immer da, ne? Vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlurfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Also einfach natürlich noch viel, wie Bücher neues Wissen, ne, ist immer, Mein Name ist immer. Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Du bleibst hier. So, ist hier oben noch was? Die Rose, wie gesagt, der Begleiter sammelt immer nur das Gold auf. Ist nicht verkehrt. So, hier unten ist noch was. Wie gesagt, ich gehe natürlich nicht in jede Höhle, nicht in jedes Haus rein. Dann würde er den Rahmen versprengen. Dann braucht er ja 8 bis 10 Stunden pro Stufe. Ein bisschen sehr lange, ne? Na komm, geh raus da. Gibt natürlich ein paar Orte, sag ich mal, sind selten da. Wie ich glaube, das Lyzeum, glaube ich, heißt das.
Es ist nicht sehr oft da. Muss ein bisschen Glück haben, genauso wie bei manchen Bossen auch. Zwischenbosse, seltene Exoten, sowas. Wenn ich hier natürlich fehlen sollte, gehe ich natürlich rein. Ne? Die wirklich selten sind. Bogen brauche ich nicht. Nee, Tour sind sie nicht. Nee, will ich nicht. Dann bleibe ich natürlich beim Knochenspeer. Stoffhose. Ich muss auch nicht eigentlich alles mitnehmen. Eine Kiste bleibe ich kein Gold. Ist auch nicht so wichtig. Gold. Braucht man eigentlich nur, wenn man die Juwelen aufwerten will. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss im Neutristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Es gibt hier zwar in Diablo 3, wie als bekannt ist, kein Cool-Level, aber sowas ähnliches halt. Eigentlich auch schon öfters drin. Kann man auch wieder bestimmte Gegenstände versuchen, zusammen kombinieren. Kommt noch so rein und halt manchmal diese Schatzkabels, die manchmal auftauchen, die können, haben auch eine gewisse Chance, so ein Portal dahin zu öffnen. Aber halt sehr, sehr selten. Ah, hier ist wieder was zum Lesen. Diablo wandelte. Ich habe die Gerüchte gehört, habe sie aber als das Gewäsch gelangweilter Weiber abgetan. Bis ich heute gesehen habe, wie sie Menschen durch die Straßen schleifen. Unsere eigenen Bürger. Ist denn die Welt verrückt geworden? Jo, ist er. Die Welt ist verrückt geworden. So, noch geht es natürlich hier ziemlich schnell durch, klar. Aber der Plan bleibt natürlich nicht ewig so. Ich nehme auch nicht alles mit, die weißen Sachen und die grauen Sachen, natürlich nicht. Grauen sind meistens Sockelplätze und die weißen sind einfach nur ganz einfache Sachen. Ich lasse natürlich, ne? Ich muss nicht alles mitnehmen. Keine Kiste, habe ich was drin? Ja, einiges da, auch Edelsteine größere, alle Geschärze hier, auch Set-Gegenstände und sowas. Aber will natürlich nicht unbedingt alles benutzen. Danke für eure Hilfe. Interessant. Ich habe ja mal aufgeräumt in meiner Kiste. Die war schon ziemlich voll gewesen. Leichenexplosion. Ja. Ich werde euch dabei helfen, zuerst so, ja, wieder zurück. Jetzt können wir durch das Tor gehen. Ich meine, die Viecher sind eigentlich schon ziemlich bekannt, oder? Adria war meine Mutter. Doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Ich gehe davon aus, ihr kennt alle die Geschichte, wie der Bedal so läuft. Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Ich mache natürlich keinen Speedrun jetzt, ne? Ein verborgener Keller. Folgt mir. Lässt mir aber auch nicht unbedingt viel Zeit. Danke. Meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Jo. Onkel Deckard kennt man ja auch, ne? Ich weiß gar nicht, ob er noch schon in Teil 1 dabei war. Ich glaube, erst in 2 kam er, ne? Ich glaube, erst in 2. Geht man ihn da vorne her? In Alt-Tristram, glaube ich, muss man ihn dann befreien. Onkel Deckard hatte mal dann die Gegenstände identifiziert in den Städten. Er hat ja auch mal eine ganze Zeit lang gespielt. Ja, nur 2 wäre nicht, ne? Die Seele hat
noch nicht ihren Frieden gefunden. Da kommen auch manchmal die Untoten raus. Aber nicht wirklich viel. Hier oben ist eine Kiste. Ein Haufen, genau, kann was sein. Hier unten kann was sein. Sind so Orte, die lernt man nach und nach erkennen, wo was sein kann. Natürlich nicht immer, ne? Natürlich gibt es ja hier wieder einige Erfolge, die man so nebenbei holen kann. Zum Beispiel Gegner mit zum Beispiel dem Kronleuchter oder Wände, ob die drauf stürzen lassen. Einfach nur spielen. Und fertig kann man alles nach und nach dann machen. So, jetzt haben wir was Schönes. Nein. Brauche ich nicht. Lass mal. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Da ist so ein Schatzkolben, den kann man schon sehen auf der Karte. Der kann zum Beispiel mit einer gewissen Chance so ein Portal in diesen, ja, die haben 3 cool Level, Regenbogen-Level, freischalten. Hinterlassen. Aber es ist selten. Ich meine aber, ich komme immer sofort, wenn die Chance geringer geworden ist. Ich meine, früher war es mehr. Die Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Aber wirklich. Ja, die können natürlich verschwinden, wie schon vorher auch schon bei Teil 2 auch. Können sie verschwinden, wenn man sich zu lange Zeit lässt. Ja, komm her. Komm, ich helfe dir. Ich reiß dir das Herz raus. So, tschüss. So. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leorichs Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Ja, sind schon komische Geschichten teilweise in den einzelnen Akten hier. Alles ein bisschen richtig düster, dunkel. Es wurde damals ja bemängelt gehabt, Diablo 3 sei nicht düster und dunkel genug. Verstehe ich zwar überhaupt nicht, bis heute nicht, aber naja. Naja. Wenn man das hier so anguckt, ne? Wenn man sich dann dagegen mal Diablo 4 anschaut. Aber Geschmackssache halt, ne? Da gibt immer irgendwelche Leute, die meckern müssen. Das gab's schon immer. Das sind die Geschmäcker der Menschen. Ist immer unterschiedlich. Prozentual generiert, das heißt, sind nie gleich. Bei jedem Spieldurchschnitt sind die immer ein bisschen anders. Die Räume, die großen Abschnitte der Räume, die sind immer gleich, aber anders angeordnet. Breitaxt brauchen wir nicht. Ich glaube nicht. Breitaxt? Nee, ne? Einhand. Doch, dann können wir natürlich nehmen. Einhand können wir nehmen. Wenn natürlich eine Einhandwaffe, glaube ich, hatte ich gehabt.
auch manchmal was Gutes sein. Waffen stellen dann meistens nur Schrott. Hier habe ich noch nie was Gutes aus so einem Waffenständer gefunden. Ganz selten mal was Blaues. Meistens nur weiß oder grau. Meistens. Hi. Gnafili. Also es war zumindest früher gewesen, zum Anfang von Diablo 3, da gab es den Regenbogen, also den Goblin für ein Regenbogenland, beim normalen Schatzgoblin. Kann natürlich mittlerweile was geändert haben. Kann sein, ich habe ein paar Jahre Pause gemacht. Es gab die damals zumindest nur bei den, also auch bei den normalen Schatzgoblins. Kann das mittlerweile geändert haben. Ne? Das weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe ein paar Jahre Pause gemacht bei Diablo 3. Hab mal Diablo 4 gespielt, aber kam irgendwie gar nicht mit. Ja, irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen habe ich wieder Diablo 3 angefangen. Ich fand den Totenbeschwörer und dann war ich halt dann da wieder hin und weg. Ich war aber auch schon lange nicht mehr drin im Land. Man kann aber auch anders selber auch reinkommen ins Land, ne, diese Gegenstände finden, aber sind irgendwie auch wieder sehr, sehr selten geworden. Sehr, sehr selten. Dunkelpilz, okay, kann man ab und zu mal bekommen, aber den Rest irgendwie noch seltener als früher. Früher hat man das öfters bekommen. Früher. Also einfach noch in den Release-Zeiten ungefähr. Ein, zwei Jahre danach noch. Aber mittlerweile. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ist auf jeden Fall komisch. Ja, das war der erste Boss. Der erste kleine Boss. Da ist er, Deckard Cain. Ja, ja, ja. Und tschüss. Komm. Mach auf. Ja, ich auch. So, hier könnte auch eine Kiste sein. Diesmal nicht. Und hier unten könnte auch eine sein. Ne, auch nicht da. Und dann gehen wir zurück. Leer. Lederhandschuhe. Oh, irgendwas Besseres dabei? Nein, kann man das verkaufen? Ich fühle dich auch da. Reparieren. Ne, warum habe ich auch bei mir? Das Spiel ist sowieso noch nicht da, noch nicht so wichtig. Ach so, Schmidt Hedwig, ja genau. Der Schmied Hedwig. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr seid der Schmied hier, nicht wahr? Nicht jetzt. Alle Wege. Hab Dank. Folgt mir. Ich war aber schon lange nicht mehr in dieser Regenbogenwelt gewesen. Früher kann man irgendwie sehr oft rein zu Release. Sehr, sehr oft. Vielleicht haben sich darüber viele beschwert. Kann ich auch sein. Wer weiß. Ja, den werden wir auch noch finden. Den Lehrling. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Ja, ich bin schon völliger Unsinn, die Geschichte. Ja, bestimmt. Die ist bestimmt völliger Unsinn. Ja. Da muss
müssen auch irgendwie auch sehr lange auf den Totenbeschwörer warten. Den habe ich schon in Diablo 2 sehr gerne gespielt, mit seiner Skelett-Armee. Aber in Diablo 3 hat wirklich sehr lange gedauert, bis sie ihn dann hier doch eingeführt haben. Dann glaube ich auch wegen den Fans. Also übrigens der Lehrling von Hedwig im Schmied. Bisschen zäh, aber kommt ja langsam in Fahrt. Alles mir noch ein paar Skills. Wie viele noch? Stufe 7. Knochenschwer will ich sowieso nicht unbedingt haben später. Für einen Erfolg muss man glaube ich auch 1000 Heilbrunnen trinken. Ich könnte ja auch alles nach und nach erst machen. Muss man viel spielen. Da müssen wir nicht rein, die Höhle der Gefallenen. Die lasse ich zum Beispiel komplett aus. Da müssen wir nicht in alle Höhlen rein. Ey, wir müssen viel. Da ist ein bisschen viel. Ne. Was soll denn das? Wer knabbert da an mir rum? Tote Dorfbewohner. Ja, wir haben aber leider nie die Runenwörter in Diablo 3 eingeführt. Haben sie jetzt erst auf Bitten wohl der Community in Diablo 4 eingeführt, aber in Diablo 3 nie. Muss man nicht verstehen. War ein großer, ein wichtiger Bestandteil auch für viele Spieler von Diablo 2. Die Karten will ich schon so fast immer komplett ablaufen. Ist nicht verkehrt. Auch wegen XP, Drops, Gegenstände, bessere, die man vielleicht finden kann. Ah, erste gelbe Zeile. Den Rest werden wir dann sehen. Arkanstaub ist auch nachher wichtig. Immer noch die wiederverwertbaren Teile, immer alles sammeln. Hier auch gleich im Friedhof durch. Sind wir schon ganz oben. Kann man auch hier kaputt machen. Ganzen Grabsteine. Die Schreine kennt man ja auch noch. Aus Teil 2 und so weiter. Da kann man ja. König Leorix Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das abfällt. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Wenn du es sagst, Deckard, dann wird es wohl auch so sein. Ab. Ja, der hat eine Kapuze. Was ist das für eine? Haben wir da gar nichts? Dann nehmen wir ein bisschen drauf.
Na. Der Meister wäre stolz. Ja, glaube ich auch. Kadaverlanze brauchen wir auch nicht. Damit ich auch hier wieder verschiedene Builds, die man spielen kann, die Leichenexplosion. Ich spiele auch manchmal sehr gerne. Du kommst mit, genau, sind mal kleine Buffs. Hallo, da bin ich, jawohl. Ja, weiter. Na, auf zum ersten, ja, richtigen Boss, kann man sagen. Meistens ist immer hier unten. Meistens, nicht immer. Oh. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Man kann zwar am Eingang schon erkennen, ob es die richtige Krypte ist oder nicht. Ich habe immer durch. Wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Die Nachwuchsgebäude können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen, jo. Sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Genau. Aber sowas von. Komm her. Ja, du auch. Und du. Ach, mal hier. Na, da. Ja, und du. Ja, hier und hier. Da. Und wieder. Ein neues bisschen. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht im Frieden ruhen. Nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Das ist die falsche Krypta. Kann man irgendwie schon am Eingang erkennen? Kann man den Speedruns vor allem sehen? Sehen die schon am Eingang oder die richtige oder die falsche? Geht trotzdem immer durch, wenn ich sie sofort finde, ist gut, wenn ich irgendwie halt alle zur Not dann durch. Ein bisschen XP machen, Gegenstände sammeln und so weiter, warum nicht, ne? Ich will ja keinen Speedrun hier machen. Könnte in jeder Ecke irgendwas versteckt sein. So steht nicht das Ende. Das ist erst der Anfang. Ja, gucken, was hier noch so ist. Meistens ist natürlich nie was, aber manchmal auch ja, mit ein bisschen Glück halt. Findet man auch mal was Gutes. Na, wieder was Gelbes. Na, das war diesmal schlechter. Zu Anfang, vor allem das Wichtigste ist immer Schaden. Geht auf Schaden zu Anfang. Kommt ihr schneller voran. Nix. Oh, ist sehr wenig. Da ist auch nix.
gibt ja manchmal Ereignisse. Wir können in bestimmten Gebieten. Kommen auch nicht immer. Ah, Skelette. Sehr schön. Da haben wir sie schon mal. Skelette befehligen. Sehr gut. Aber ich gerne auf. Ist ja egal. Kann ich ruhig da lassen. Ist ja egal. Kadaverlanze brauchen wir nicht. Knochenstacheln nehmen. Stacheln. Die behalte ich auf alle Fälle. Ja. Und die Skelettmagier. Die packe ich aber glaube ich. Tue es denn aber euch nicht. Die packe ich mal dahin. Wie war das nochmal? Könnte noch. So war das, genau. Es ging ganz zu Anfang zum Release auch nicht. In einer Tastenkombination, weiß nicht mehr, wie das war. Kurz mal die Skill-Anordnung selber verteilen. Mittlerweile geht das aber auch so. War zum Release-Zeichen aber nicht. Irgendwie mit Shift und S oder Shift und D oder sowas. Kurz mal die selber anordnen. Aber schon ziemlich lange geht das aber auch so. Kann man selber verteilen, wenn man die Skills halt hinhaben möchte. Bei Magiern warte ich natürlich auf einen bestimmten Skill noch. Weil die sind nämlich nicht permanent da, sonst nur für eine bestimmte Zeit. Weil die Skelette selber, die sind immer da. Die begleiten einen die ganze Zeit. Ach, bin ich wieder am Eingang, ne? Nee. Bin doch richtig. Bin ich verblassen, dann meine ich doch. Falsch gelaufen, anderen Kreis gelaufen, egal. Hier, Tab, genau. Da unten, da lang. Mit Tab kann man die Minikarte aufmachen, kann man genau sehen, wo man dann noch nicht war. Ist ganz praktisch. Die Karte kann man nicht wirklich größer machen. Nicht wirklich. Ja, ich bin immer auch richtig. Jetzt geht's runter. Ebene 2. Ich glaube, die Krone befindet sich in der Nähe. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Der ist auch immer da bei der Tür. Menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Ich konnte doch nur für ihn fliegen. Ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, das selbst. Ja, wie auch. So, die Krone. Ich werde nicht erlauben, dass wir dieses Monster Leoric. Kanzler Ehrmon. Bei Kade ist ein Schild. Damit ich noch ein Schild habe. Nehmen wir es mit. Nicht vergessen, die Krone mitzunehmen. Habe ich selber schon öfters gehabt. Ich gebe jetzt zurück. Ich stelle mal. Ah, scheiße, die Krone vergessen. Komm ich nochmal hier rein. Ne? Kann man sehr schnell. So. Auf zum Schmied. Ja, haben wir. Ja, repariere mal. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Finde ich auch. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufel. Es gibt keinen höheren Zweck als eines Lochs. So, zack. Bei Dicke ist ein Zweihandspeer. Herstellen. Kann man reparieren, wenn man möchte. Hier, wiederverwerten. Genau.
Anderen Klamotten kann man verkaufen. Habe ich meistens sowieso nie, was ich was bei. Da. Ich nehme meistens immer nur die gelb, mindestens blau, gelb oder Tür nehme ich mich mit. Genau. Gartenkathedrale. Müssen wir jetzt hier durch die Mitte. Jetzt weiter. Dauert immer ein bisschen. Auch ein Erfolg, glaube ich, 50 Gegenstände zerstören. Hintereinander natürlich, ne? Gibt's auch. So. Auf geht's zum ersten richtigen Boss, wenn man so möchte. König Leoric. Ist nämlich der Endboss von Akt 1, das noch nicht, aber der erste richtige. Wenn man so möchte, hat ein bisschen mehr drauf. Stufe 10. Ja, die ersten gehen natürlich immer sehr schnell. Klar. Aber sowas von. So, was haben wir denn da? Nee, ich habe gar nichts von. Kraftbringer tot, ne? Nee, brauche ich noch gar nichts von eigentlich. Ach, dann machen wir irgendwas. Da haben wir auch noch nichts Neues. Toter Dorfbewohner. Da kann man Gold ein bisschen bekommen. Ein paar Goldstücke da. Aus dem Bücherregal kann man machen. Jo. Aber sowas von. Waffenständer. Meistens nur grau und weiß. Fast immer. Hier könnte auch ein Buch sein. Da ist er auch wieder. Eine Schriftrolle. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Nur ja, das war halt düstere Mittelalterzeit, wenn man so möchte. War es ja auch so gang und gäbe, ne? Jo. Aber sowas von. Jede Klasse, auch Mann oder Frau, haben eigene Sprüche. So kleine. Nicht viele. 4, 5 Stück vielleicht. Ist ganz, ganz nett. Ist ganz nett. Das ist, glaube ich, hier in der Mitte, glaube ich. Ist, glaube ich, der Ausgang. Ja, diesmal nicht. Diesmal nicht. Entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorasch und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Ja, und besagt den Skelettkönig, den werden wir gleich noch treffen. Skelettkönig Leoric. Natürlich alles hier sehr, sehr einfach. Ist auf leichteste Stufe, auf normal, ist die kleinste Stufe. Ja, alles noch ziemlich flottig.
Komm her. Da ist nichts mehr. Manchmal ist da was, manchmal nicht. Ich muss mir mal vorsichtshalber absuchen. So, hier ist auch schon der Ausgang. Ebene 3. So, Begleiter. Die gibt es hier natürlich auch wieder. Ich glaube, es jetzt zuletzt mit dem letzten Update gibt es in Diablo 4 die Söldner wieder. Kam auch erst sehr, sehr spät. Gibt es gibt's das schon bei Diablo 2? Also habe ich noch nicht probiert, nicht getestet gehabt. Weiß ja nicht, ob ich nochmal Diablo 4 spiele. Irgendwie ein bisschen komisch. Da finde ich 3 doch schon besser. Was haben wir da? Schuhe. Jo, neue Schuhe. Braucht das Land. So, weiter. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezogen. Jo, ja, wir haben auch gleich. Müssen natürlich jetzt erstmal seine Nacht kann er nicht mit uns kämpfen. Das wäre sein Bild auch hier oben. Müssen jetzt seine Ausrüstung holen. Ich mich hier. Jo. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? Jo. So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Jo. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Wenn ihr darauf besteht. Schlechter. Die können wir mitnehmen. Ich werde auch erstmal wohl den Templer bei mitnehmen. Es gibt ja 3 Begleiter, den Templer, den Dieb, den Schuft und die Zauberin. Irgendwie sind alle 3 haben ihre Vor- und Nachteile halt. Ich kann auch eine Ausrüstung geben, die man selber gefunden hat oder gekauft hat. Wir haben auch insgesamt 4 verschiedene Skills. Insgesamt nachher. Auch aussuchen, jeweils aus 2 verschiedenen Skills, wie ich mal nehmen möchte. Ja, mach mal frei da. Hast schon? Sehr gut. Das kann man eigentlich auch zerstören, das Holzgerüst. Da war ich noch. Komm her, bleib mal stehen, Yonda. Und da ist der Schuss. Die Mächte, denen ich diente, vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Macht des dunklen Zirkels getrübt. Komm. Verrat kann nicht vergeben werden. Genau. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens... Das steht euch frei. Ja, komm, ist gut, gut. Ja, komm mit. Jetzt kann man nämlich hier bei Level 15, 15 und 20 jeweils einen Skill geben. Komm, nochmal Heilung. Regenerieren, jo, warum nicht? Kann auch eine Ausrüstung geben, die man selber hat. Zum Beispiel hier Beinschutz. Weiß nicht, was ich ihm geben. Ach komm, gib mir einfach mal irgendwas. Vergesse ich meistens immer, ihm irgendwas Besseres zu geben. Stiefel. Richtig, die Stiefel. Ich werde es benutzen. Rüstung kann er auch haben. Kriegt eine Kopfbeleckung. Die wird natürlich auch ein bisschen stärker. Ein bisschen. Aber vergesse ich meistens immer, ihm irgendwas Aktuelles zu geben. Meistens gebe ich ja nur legendäre Gegenstände, die ich nicht brauche, gebe ich ihnen dann meistens den Begleiter.
Feuer überdrüssig. Jawohl. Toll für mich. Nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Blutsau, nee. Euer Grab ruft nach euch. Skelettmagier, nee, da bin ich der Falsche. Wir müssen oben lang. Oh, komm her. Ja. Euer Tod naht. Der ist schon da. Wir können auch manchmal aber einen Schatzgoblin habe ich schon gehabt, einen kleinen seltenen Boss schon gehabt in seinem Gang. Also kann immer überall irgendwas sein. Drüber Kristall, alles mitnehmen. Eichenzauberstab, brauche ich nicht. Bei den Explosionen immer besser rauslaufen, weil die machen schon einer, zwar nicht, aber so wie jetzt gerade zwei, drei machen schon gut Schaden. Oh, Einhand, sehr gut. Können wir mitnehmen. Stammesmaske dürfte für Voodoo-Priest, für Hexen-Doktor sein. Den habe ich zu Anfang gespielt gehabt. War auch sehr, sehr gut. Aber ich finde mir doch der Totenbeschwörer dann noch besser. Auch ein bisschen einfacher zu spielen irgendwie. Also ein Hexen-Doktor ist auch sehr, sehr schön. Seinen Hunden und den Koloss, genau. Später noch die Piranhas und sowas. Ja, ist schon schön geil. Die Welt ist eurer überdrüssig. Alles mitnehmen. Jo, aber sowas von. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und nämlich habe ich insgesamt erst zwei gute Teile überhaupt in den ganzen Spielen gefunden. Vielleicht dreimal. Das war sonst nie was Gutes. Nie. Nacht umfängt euch.
im Kreis gelaufen, ne? Ja, aber trotzdem kann noch immer irgendwas Schönes sein. Da sind wir, hier müssen wir auch lang. Einmal rumlaufen, da geht's runter. Königlichen Krypten. Jawohl, Wegpunkte brauchen wir nicht. Komm. Nicht rumspielen, Jungs. Macht sie platt. Die weißen Kugeln wir mitnehmen, gehen wir mal kurz zum Batz. Leorix Schwert. Das war mal kurz die Geschichte, die wir vor in den Büchern ja gehört haben. Wurde mir mal da bildlich mal gezeigt. Das Ende von König Leoric. So. Hier ist manchmal auch ein Buch. Eine Schriftrolle. Diesmal nicht. Robuste Haube brauchen wir nicht, damit ich nur weiß. Diesmal ist es hier. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten... Ihr wagt es, das Lebenswärme in mein Grab zu tragen? Ja, ich wage es. Ich müsste die vier Säulen erstmal zerstören, dann kommt er mich nicht weiter. Dann müsste nicht lang, einfach nur ein kleiner Rundlauf, hier die Tür müsste. Ist hier mal außen rum, rechts oder links, ist völlig egal. Sind wir gleich da. Hier mal kurz. Immer ruhig die Ecken ablaufen. Könnte ja was Gutes sein. Hier liest man nicht. Ihr seid schuld. Da reimt man eigentlich nicht. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Das kann sein. So, die Krypta des Skelettkönigs. Ah, ich habe die Intros raus, ne? Kurz Moment. Wo waren das denn nochmal? Ich habe die schon so oft gesehen, dass wir die nämlich aus eigentlich. Muss ich mal schauen, wo die denn sind. Gameplay vielleicht? Diese Quinzen da überspringen, genau da. Also schauen wir uns die beim nächsten Mal an. Und da war immer gleich, ne? Ich habe jetzt gar nicht mehr daran gedacht. So. Jetzt sind wir hier beim König Leoric, den Skelettkönig. Wir müssen natürlich die Krone aufsetzen, da ist er. Der erste richtige Boss. Aber noch nicht der Endboss. Der ist ein bisschen weiter. Man kann natürlich die Kamera auch hier bei Diablo 3 nicht drehen. Auch bei Diablo 4 nicht. Bei 2 und 3 nicht, bei 4 nicht, bei keinem. Auch bei Sekiro zum Beispiel ging es auch nicht. Dungeon Siege ging es nicht. Titan Quest ging es nicht. Seid fest die Kamera.
ein guter Herrscher, bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb, der von seinem getreuen Ritter Lachdanan getötet werden musste. Anschließend ließ Diablo höchstpersönlich ihn von den Toten auferstehen und machte ihn zum Skelettkönig, bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde. Man bekommt immer, übrigens immer, bis jetzt habe ich immer bekommen, die Krone. Legendär, immer. Als erste legendäre Teil, was man auf alle Fälle immer bekommt. Auch in den höheren Stufen immer. Hier ist der Krater. So, den guten, den kennt man eigentlich auch schon aus Teil 2. Der Fremde. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich erinnere mich daran zu fallen. Wer seid ihr? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bevor wir nach Antworten suchen, sollten wir euch zunächst in Sicherheit bringen. Ja, wer ist der Fremde? Den kennt man eigentlich noch aus Teil 2. Aber wenn wir natürlich noch alles noch kennenlernen, klar. Ich dachte zunächst, es wäre ein gefallener Stern. Doch in Wahrheit war es bloß ein Mensch. Und natürlich kann er sich auch an nichts mehr erinnern. Vielleicht weiß Deckard Cain mehr. So, Deckard. Silberne Stampfer, die sind auch besser. Herstellen, reparieren, wiederverwerten, nur die gelben und die blauen Sachen. Wenn ich das graue hätte, habe ich auch noch. Ach so, ja, komm. Eigentlich kann man die besser verkaufen. Erzählt mir alles, woran ihr fallt. Ja, komm, komm, gut. Sollte nicht bekannt sein. So, Friede verlassen. Natürlich wohl, dann lasse ich auch alle Gespräche drin. Müssen nur schreiben, dass man alle Gespräche drin. Vielleicht beim zweiten Durchgang dann komplett machen. Ich meine, ich kenne sie alles schon, ich habe es alles schon mehrmals gelesen, gehört. Dann finden wir es auch. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus, eine ausgewachsene Fledermaus. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Nur ein kleines Scharmützel, gebt mir einen echten Kampf! Kommt noch. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerken tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Genau, nur ein Narr. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Wiscerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weit wird von Angriffen durch die Khazra berichtet. Und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. So, das war ein Stück der Haube. Brauchen wir nicht. Weiße Sachen, graue Sachen. Graue vielleicht später. Aber im Moment nicht. Nee. Alles nur Ballast. Golem befehligen. Ja, ist natürlich auf alle Fälle auch schön. Knochenstein, Knochenfehler brauchen wir nicht. Hm.
Erstmal wieder gucken, hier Knochenpfähle. Braucht man das nicht. Fürs Gritmal gibt Geschenk des Todes. Was habe ich da nochmal drauf gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich denn da für ein Skill drauf gehabt? Ach, die Skelettmagier, genau. Die habe ich da gehabt. Stimmt ja. Genau, die habe ich da gehabt. Dann kommt nämlich da der Golem hin. Genau, der Golem hin. Was habe ich denn da gehabt? Nein, naja. Mal gucken, genau, Reanimation, genau, den habe ich da gehabt. Den mit Fegefeuer. Da müssen wir mal gucken, was ich da genau hatte. Die Skelettbefehle habe ich da gehabt, eigentlich. Ja, egal. Ja, kann erstmal alles so bleiben. Gut. So, haben wir noch einen Diener bei uns. Die Magier gibt es zwar auch, aber die bleiben im Moment nur für ein paar Sekunden da. Wenn ich noch gar nicht. Geschenk des Todes. Da. Was bringt? Sie lassen bei ihrem Tod eine Leiche. Boah, machen wir erstmal. Natürlich einen anderen Skill haben bei den Magiern. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Wo kommt der überhaupt? Hier, Singularität bei 29. Dämlich haben. Für die Skelettmagier. Die geben gar nichts, okay. Diesmal kann man hier oben rauflaufen. Ist auch mal ein bisschen anders. So ein Punkt, der anders sein kann. Ein kleines Minigebiet. Diesmal ist ja gar nichts. Wie man sieht. So ein kleines Fleckchen in einem Gebiet. Wo verschiedene Ereignisse sein können. Zwei Hand will ich nicht. Ach komm, nimm auch die Axt. Einhand-Axt kann man mitnehmen. Ich mag irgendwie Äxte. Einhand-Axt vor allem. Ja komm, Teleport, nicht wichtig, kann man mitnehmen. Wenn wir nie benutzen. Aber egal. Kristall. So, die nächsten fallen wieder, die nächsten Waldwesen. Vielleicht müssen wir beim nächsten Abschnitt sein. Ne, das ist nicht, ne? Verlorene Mine. Ist auch nicht immer, können wir auch mal reingehen, ist auch nicht immer da. Manche Höhlen oder Häuser halt sind immer da, also gut wie immer, aber manche, so wie die jetzt hier, ist nicht. Es kommt ab und zu mal, per Zufall halt. Vor allem auch wenn man auf Erfolge aus ist, muss man zum Beispiel auch hier, glaube ich rein. Ich bin zu lange her, wo ich das mal gemacht hatte. Alle Erfolge habe ich zwar nicht, aber schon sehr viele. Natürlich der Klassiker, alle Klassen hier sogar zweimal auf Max-Level bringen.
kennt man ja auch nur aus verschiedenen anderen Spielen, wie WoW zum Beispiel auch. Aber zum Beispiel die verlorene Mine ist nicht immer da, ist selten da. Deswegen gehe ich jetzt hier mal rein. Um den Erfolg zu bekommen, natürlich jetzt für diese verlorene Mine, muss man die komplett abschließen. Immer. Es gibt auch seltene exotische Bosse, die kommen nur in solchen Gebieten vor. Gibt es auch. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Natürlich die Chance, diese Bosse überhaupt zu finden oder zu besiegen, sehr, sehr gering ist. Muss ja in diesem Fall die Mine da sein, muss der Boss auch noch da sein. Ja. Heilbrunnen. Da ist er ja. Ein Händler. Taschun der Bergmann. Metall. Ach ja, genau. Wir haben schon sehr lange nicht mehr gemacht. Sehr lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, erstmal muss die Mine da sein. Muss auch der Händler da sein. Um dieses Ereignis machen zu können. Altern, ja. War, glaube ich, nicht schlecht. Einzelgänger. Nö, ist ja Blödsinn. Nö, ich will kein Einzelgänger, ich will immer meine Begleiter dabei haben. Prächtige Truhe. Es sind eigentlich immer mindestens gelbe Sachen drin. Müssen nicht besser sein, aber auf alle Fälle gelbe Sachen drin. Ach, was ist denn damit? Tschüss. Ah, besser. Gürtel, ein Ring. Wir treffen Flächen schon zu viele Sachen. Egal, erstmal alles mitnehmen. Habt ihr erstmal irgendwas drauf? Da ist die Metallader. Den reinen Edelstein müssen wir finden. Na, wo ist der reine Edelstein? Ja, ist ziemlich groß, die Mine. Stärker diesen gelben Kreis unter sich haben, die sind ein bisschen stärker. Meistens auch in den kleinen Rudeln, also mehrere auf einmal. Meistens. Da geht's schon raus, wollen wir nicht, wollen wir erstmal den Edelstein finden, wenn wir schon mal hier sind. Und dann ist auch das Ereignis abgeschlossen. Dann habt ihr auch den Erfolg dafür. Vorher nicht. Erstmal nach hier unten gucken, was hier noch so ist. Das ist ein Schrein. Ein Segen. Da ist er. Natürlich kommt ein Boss immer bei sowas. Meine Waren.
Männer. Alles nur Müll, ne? Kann man alles verkaufen? Nee, verkauft natürlich nicht. Kann man auch immer bei jedem Händler eigentlich reparieren. Kaufen muss man nicht unbedingt. Gibt auch einen Erfolg, wo man beim Händler jeden Art von Waffe und Rüstung, glaube ich, einmal kaufen muss. Habe ich selber noch nicht gemacht. Ich vergesse auch meistens immer, was man noch kaufen muss. Aber wenn man Erfolg haben möchte, gibt es ja hierbei Erfolge, weiß nicht genau, wo, gibt es viele verschiedene Sachen. Ja, kriegen wir auch sehr oft solche Banner, Verzierungen kriegt man sehr oft, Amtermodus, Kopfgrenier von dem Portal, habe ich auch schon einiges von gemacht, Kampagne sowieso, Erkundungserfolge, da fehlt eine Banner von Caldeum. Ja, welche man da genau machen muss, muss man gucken, ne? Was ist das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Amtermodus? Ne. Kampagne eigentlich. Müsste das. Ach hier. Kampagne 2. Müssen wir das nie alle hier abschließen? Ich habe schon einige gemacht, ne? Die fehlen mir noch. Das Unglücksfall ist auch sehr, sehr selten da in Akt 2. Sehr, sehr selten. Dungeon-Erfolge und so weiter und so weiter. Man kann nämlich sehr, sehr viel machen. Wenn man alle Erfolge haben möchte. Sehr viel einfach nur spielen. Kann man auch sehr viele machen. Also jetzt hier wie die Mine zum Beispiel, da muss erstmal die Mine da sein, muss der Händler da sein, um diesen Erfolg, um dieses Ereignis machen zu können. Da muss natürlich sowas dann mitnehmen, ne? Gibt es auch das Waschhaus, glaube ich, hier gleich. Wenn es da ist, ist auch nicht immer da. Und noch so ein paar Stellen, die ich jetzt auf einen weiß, die nicht immer da sind. Da gehe ich natürlich dann rein. Die möchte ich schon gerne mitnehmen. Ansonsten die ganz normalen Sachen, wie dass sie alle da. Da war ich schon drin gewesen, da normal extra rein, weil da ist dann sonst nichts. Mit durchlaufen, das war's, ne? Licht wird stärker, ja. So, ich müsste eigentlich gleich das nächste kommen, was wir machen müssen für die Geschichte. Ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, was wir machen müssen, ne, was da noch so kommt. Falls mal jemand nicht Diablo 3 kennt, möchte ich nicht schon was vorwegnehmen. 15. Ach, Templar gestiegen. Zammeln da. Betäuben. Oh ja, komm, machen wir das. Magische Verseuchung. Habe ich nicht schon das. Skelettbefehling habe ich ja hier. Vollstrecker. Und sieht die Kosten. Das Skelettbefehling. Ja, warum nicht? Da oben noch. Skelettmagie, genau. Ja, aber warte ich auf die Singularität. Ja, wenn natürlich ein Skills ändert, wenn ein Skriptbefehling zum Beispiel macht, müssen die neu beschworen werden, weil die teilweise auch anders aussehen, eine andere Fähigkeit haben und so weiter, deswegen werden immer neu gemacht. Bei Golem genauso. So, glaube ich ein bisschen höher noch. Die Karten gehe ich, wie gesagt, fast immer komplett ab, soweit. Weil manchmal auch kleine Ereignisse sein können. Die nehme ich schon ganz gerne mit. Ich kann auch noch ein paar XP sammeln, vor allem, ne? Ja, Gold ist. Ja, ich habe eigentlich schon sehr viel Gold, wie sagen. Hm.
Oder ist hier noch was? Hier kann auch was Gutes sein. Solchen Ecken. Alles schon gefunden. Schon legendäre Gegenstände gefunden und sowas. Von daher immer ruhig alles mitnehmen. Müssen wir hier erstmal noch weiter in den Norden. Ein Stück weit. Das war wie auch so gut wie immer da. Dieses Stück. Zumindest sehr, sehr oft. Weil solche kleinen Gebiete, die wechseln. Manchmal gibt es ein paar Ereignisse, die sein können. Bei jedem Durchgang. Und sind nicht immer da. Schon ganz im Norden, da geht es mich weiter. Da ist nichts. Bleibst du stehen, du bist brav. Genau, da müssen wir rein. Höhle der Khazra. Neues Wissen. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie belauscht habe, erfuhr ich wenig. Außer, dass sie in ihrer... Da, meine ich doch seinen Dorfbewohner da war. Genau, ist noch einer. Alle platt machen. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Es gehört einem anderen. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Dann habt ihr euch gerade einen neuen Feind gemacht. Dann soll es so sein. Lasst die Spiele beginnen. Auf Magda treffen wir auch noch, aber nicht in Akt 1. Also das kann ich schon mal sagen. Die treffen wir auch noch. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Also ich. Ach, nur Gold, okay. Wieder was Neues bekommen. So, was haben wir hier unten noch? Gar nichts. Da ist auch nichts, den können wir jetzt abbauen. Raus aus der Höhle. Zu Kane. Also gehen wir zurück in die Stadt. Müssen wir ihm das Bruchstück zeigen. Da ist er. Ich habe ein Bruchstück. So, leer, kurz reden. Zack. Haben wir ein schönes Neues bekommen? Nein. Da. Geister noch immer miteinander Krieg führen. Und zurück. Ne, können wir hier natürlich machen. Auch den Teleporter benutzen, aber beschmutzten Tempel, nicht wundern, ist nicht da oben. Im rechten Sinne ist mich, müssen wir weiter. Manchmal müssen wir weiter hoch. Eigentlich soll man nämlich den Teleporter benutzen, aber müssen wir nicht.
müssen wir nur einiges wieder hochlaufen. Nee, bei da, ne, genau. Da ist unten ist er nämlich. Nämlich der Eingang. Ich habe erstmal hier oben ein Stückchen Karte noch erkunden, ob hier noch irgendwas ist. Diese Felder waren einst so wunderschön. Onkel Deckard erzählte mir Geschichten darüber, als ich noch klein war. So, hier kann ich mich auch offen sein. Ist auch nicht immer. Jetzt habe ich das Waschhaus. Also auch für einen Erfolg muss man da rein. Einfach nur reingehen, fertig. Ein paar Bauern sterben und alle machen sich aus dem Staub. Ich lebe seit 20 Jahren auf dem Land und habe noch nie blutdürstige Monster herumrennen sehen. Es gibt absolut keinen Grund, warum ich eine gesunde Ernte im Stich lassen sollte. Der Sack sticht auch immer. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram hat ein... Ihr da! Bitte helft! Ja, der Schuft. Das ist der zweite Begleiter, den man mitnehmen kann. Natürlich ein Fernkämpfer mit einer Armbrust. Kämpft er. Auch ihn filmen müssen wir erstmal eine kleine Mini-Geschichte, sagen wir mal. Ihn praktisch freischalten. Banditen. Einfach nur Banditen besiegen. Kommen noch ein paar mehr. Da kommt auch noch jetzt der Boss. Nigel Halsabschneider. Jo, dich auch. Oh, was Schönes gefunden. Zwei Sense. Nein, alles Mist. Brauchen wir nicht. Hier ist die Reliquie. Was? Ihr wollt mich begleiten? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Mach auf. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Man kann natürlich nur einen Begleiter mitnehmen, nicht alle drei. Man findet sie aber immer alle drei dann in den Städten. Kann man jederzeit wechseln. Wie bei zwei auch schon. Ne? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Nein, ich bleib erstmal beim Templer. Varianten über Alaric und seinen Tempel sagen es nicht gerade ermutigend. Ich kann vielleicht beim nächsten Durchgang dann meine Schuft mitnehmen, danach die Zauberin, Verzauberin mitnehmen. Alle mal zeigen. Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urart. So, die schweren Wälder. Hier müssen wir die beiden, ja, wir sind das Sphären, glaube ich, ne, erstmal finden. Ist nicht groß die Karte, gehe ich immer komplett ab. War halt eine XP Gegenstände und so weiter. Hier war wir haben auch schon länger ein bestimmtes Ereignis nicht mehr gefunden. Ob sie es rausgenommen haben, keine Ahnung. Werden wir gleich noch sehen, ob es jetzt wieder mal da ist. Oder haben sie einfach nur die Seltenheit dafür stark runtergedreht? Kann natürlich auch sein. Böse Kreaturen in fremden, geheimnisvollen Ländern.
geschafft. Was ist das für ein Erfolg? Töte 500 Elite-Gegner, Champion selten oder einzigartig, mit Dienern von Skeletten befehligen. Guck einer an. Jo. Wie gesagt, viele Erfolge einfach nur spielen. Viel spielen, kommen die meisten Erfolge automatisch. Nicht alle, ne, aber schon sehr viele. Hier finden wir die erste Sphäre. Aladdin sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen? Haben wir die erste. Fanal der Ehre. Jetzt fehlt noch das Fanal des Lichts. Dann gehen wir es hier eben lang. Bam, 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 bam. Schöne Stadt. Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Es gab immer neue und aufregende Dinge zu sehen oder zu hören. Da ist nichts mehr, ne? Nein. Müsste jetzt hier unten der zweite sein. Hier unten, da ist er auch schon. Wir sind an den zwei selben Plätzen. Die Karte ist eigentlich hier immer gleich. Das kleine Stückchen hier. Man hat natürlich die Truhen zum Beispiel sind immer anders, ne? Klar, wenn welche da sind. Aber die beiden Orte oder Städte für die Finale sind immer gleich. Auch die beiden Räume, wo die Finale sind, sind auch immer gleich. Habe ich noch nie anders gehabt, noch nie. Wo sei die Hülle? Ja, Vereisung ein bisschen nervig. Ein Ring. Oh, eine Kiste. Eine Truhe, ja. Oh, der ist auch schon. Da haben wir die beiden. Dann gibt es einen kleinen. Ganz kleinen Abschnitt noch, den man auch machen kann, aber für ein Ereignis, glaube ich, muss man auch hier rein, für einen Erfolg. Das war hier unten, einfach nur die kleine Treppe runter. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Das Zeigbuße Grabräuber. Das muss man ja auch für einen Erfolg, meine ich, auch mitnehmen. Meine ich zumindest. Geschicklichkeit brauche ich ja gar nicht. Lass mal. Ach komm, ist egal. Habt ihr schon mal irgendwas drauf? Alles besetzt. Alles voll schon mal. So, sind wir gleich hier schon durch. Hier oben noch ein Stückchen. Karte ist nicht wirklich groß. Es war damals zu Release sehr, sehr oft. War, meine ich, hier gewesen, war es noch ein bisschen tiefer. Ich meine, war hier oben gewesen. Ja. Das wäre hier gewesen, musste man so ein kleines Stückchen hoch, so eine Treppe hochlaufen, weil oben sind wir so etwas wie ein
Tagebuch oder sowas, nur eine Schriftrolle. Dann kamen hier von links und von rechts Gegner hoch. So ein paar Wellen mit dem Bus. Das habe ich auch schon sehr oft nicht mehr gehabt. Sehr oft nicht mehr. Oder haben dafür nur die Seltenheit sehr stark reduziert. Könnte ich auch sein. Das war zu Release-Zeiten damals schon öfters. Aber im Moment sehr, sehr selten. Warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht haben sie zu viele beschwert darüber, zu schwer oder wie auch immer. Gibt es ja immer wieder mal sowas. So, die beiden Fanale auf die Altarie, Podeste draufpacken. Jo, danke, danke, danke. Ja. Machen wir auch. Hier ist auch immer gleich. Ist auch nicht wirklich, wirklich groß. So, Ezek, Propheten, die kann man nicht ganz töten. So. Können nämlich hier die drei Stooges, das wohl eine Anlehnung daran sein. Stan, Laurel und Moe. Das ist nämlich der Moog. Da ist Laurel, heißt er jetzt hier. Und da ist nämlich der Carol. Das ist wohl eine Anlehnung an die drei Stooges, wer die noch kennt. Eigentlich ein bisschen älter schon, ich weiß. Er ist auch nicht immer da. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben sie. Aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. So, Alaric. Ja, komm, Magda ist gut. So. Leid diese Hexe kein Ohr. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Ab zu Onkel Deckard. So, ist er doch. Onkel Deckard. Jawohl. Alles durch. Reparieren. Wiederverwerten und weiter geht's. Fährmann, genau. Mit dem Fährmann sollen wir jetzt reden. Müssen wir übersetzen. Jetzt haben wir hier praktisch ja die eine Karte oder eine große Gebiet, Kontinent fertig. Müssen wir übersetzen. Nicht in einen anderen Akt, sondern in ein anderes Gebiet. Das ist dann der Rest. Nach Wortham. Kontrollieren, gucken, da was ist. Meistens ist das zwar nie was, aber könnte ja sein. Oh, jetzt unten lang. Die ist immer da, die Tasche. Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinem Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten. Aber ich habe ihn davon überzeugt. Es besser hilft mir. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Ja, die Magda nervt zu Anfang ein bisschen, aber auf die trifft man ja auch noch. Kommt etwas.
Das erzählt er sehr, sehr oft. So, mal wissen. Ermöglicht ihren Herren meist, einige üble Zauber zu sprechen und so das Opfer vollends zu erledigen. Jungbrunnen, da nutzt 1000 Halbun, jetzt habe ich es endlich fertig. 1000 Stück. Ja. Bei einer Sache könntet ihr mir bekommen. Oh, können wir hier auch noch mal kurz reden. So, zack, zack, zack. Gibt auch für alle Gespräche auch einen Erfolg. Muss man nämlich mit allen immer reden, wenn man reden kann. Ja, schön, ich auch. Ach, nicht Kapelle, was mach ich denn da? Mal Tristram. So. Mal hier rein. Es liegt an dir, Ken. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Also gute Deckard ist tot. Jo. Ihr Onkel ist gestorben. Oh, im Zirkel folgen. Wir zurück nach Wurtham. Wissen aber immer nicht, wer der Fremde ist. Kommt aber noch. Das kommt auch noch. Oh, das wird jetzt hier weiter. Ein großer Abschnitt kommt noch, dann haben wir Akt 1 durch. Euer Tod naht! Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Folgt ein Siedler. Jo, 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 jo. So, Höhlen von Aranaia. Aranaia, so. Das ist kein gutes Zeichen. Meistens ist der Weg immer oben lang. Irgendwo oberhalb. Ist ziemlich groß, die Höhle.
ziemlich groß. Deswegen will ich die nicht komplett ablaufen, das dauert einfach zu lange. Hier ist, glaube ich, nicht der Ausgang, oder? Noch viele Sackgassen auch. Das Böse wurde zurechtgewiesen. Höhle schon richtig, richtig groß. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich, unberührt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss die töten, die meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Werde ich noch lange erzählen. Ja, auf die Herren treffen natürlich dann gleich. Es ist ja auch eine besondere Truhe, ist ein Ereignis. Wenn man es schafft, kommt noch eine zweite Bonustruhe dazu. Ansonsten bleibt, wenn man es nicht schafft, das Ereignis, bekommt dann immer diese eine Truhe hier. In diesem Falle hier 100 Gegner innerhalb von der Zeit, die da ist. Wenn man das Ereignis schafft, also innerhalb der Zeit, können auch 5 Wellen sein zum Beispiel, die man schaffen muss, dann kriegt man noch eine zweite Bonustruhe. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. So. Bisschen konzentrieren, dann geht das eigentlich auch. Natürlich auch der Vorteil, wenn man Flächenschaden machen kann, da haben wir es sogar geschafft. Innerhalb der Zeit. 154 Gegner. Und Level Up. Erstmal ein Skill gucken hier. Todessense, nein. Blutsaugen, nein. Skelettmagier, Knochenspeer. Leider immer alles durchgehen, ne? Skelettbogenschütze. Na komm, machen wir mal ruhig. Wenn wir natürlich die singuläre Tiefmächtige haben. Annehmen. Golembefehl, Fleischgolem, ja, warum nicht? Skriptbefehl, dann kommen wir jetzt, glaube ich, die Raserei. Ah, Engelsfluch, nein. Mir gerade den neuen Skelette beschworen, wenn man hört. Das ist auch ein neuer. Knochengefängnis, nein. Da war der erste 24 verlängerte Knechtschaft. Anführer der lebenden Toten bei 20. Grausiger Tribut, glaube ich, später erst. Da ist er bei 45 und Zahnbewehrt bei 55. Die vier, also er ist in der ersten bei 20. Ah, ersten Edelstein, ein Smaragd. Nicht wirklich gut, aber egal. Immerhin den ersten haben wir schon mal. Welche aber verkaufen, ne, weil jedes einzelne muss ich nicht haben. So, hat sich schon gelohnt, hier in die Ecke zu gehen. Meine Herren hat mich aufgenommen. Der ist auch immer hier, immer. Da ist der Bus. Da kommen nur ein paar Spinnen. Mehr nicht. Nicht wirklich gut. Lässt noch selten was liegen.
auf zum Boss, der Königin Aranea. Ist auch ein bisschen nervig. So, wir ziehen es natürlich eine Sie jetzt ein bisschen befreien. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Ich auch. Königin kommt. Spinnenkönigin? Zum ersten Mal habe ich sie in einem Durchgang geschafft. Sonst meistens. Meistens haut sie mich ab, kommen andere Spinnen erst. Wenn die wieder wechseln, kommt sie wieder. Und das nur dreimal in der Regel. Zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorics Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. So. Gift nehmen, dann halt auf sie drauf. Carina. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Jo, können wir. Jo. Geh dir mal vor, ich komme nach. Irgendwann. Na komm, ich bin ja nicht so. Es war schrecklich, ich suche den Zirkel. Ich bin hier, könnt ihr so. Dieses Land gehörte einst der Krone. Jo. Na, hier geh ich nach. Gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt, selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen sollte dir das Thema nun besser ruhen lassen. Okay, mach mal. So, haben wir was Neues gefunden? Nein, nichts Besseres. Der haut immer ab. Vor langer Zeit verließen fünf Clans des Umbaren das Gigante und wanderten nordwärts. Nach ihrer Verwandlung zu Khazras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Khazra-Schamanen und sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Das wurde. Neutristram und die umliegenden Felder über die Jahre hinweg wieder besiedelt wurden, blieb das Hochland bis auf die Ruinen von Leorics Außenposten bis heute menschenleer. In seinem Verfolgungswahn ließ der König mehrere Wachtürme bauen, die heute jedoch nicht einmal mehr Ziegenmenschen und wilde Bestien fernhalten können. Eine wahre Tragödie. Eine wahre Tragödie. So, hier das Hochland ist noch ein Stückchen. Ja, Akt 1 vor allem ist schon sehr groß. Muss man sagen. Mojo! Ja, wenn ich Hexendoktor jetzt spielen würde, würde ich mich freuen. So, hat da eigentlich einen Effekt drauf? Den sekundären Effekten kann man runternehmen. Kann man so ein bestimmtes Buch, kann man alles für den ganzen legendären Gegenstände reinspeichern und auf andere legendäre Gegenstände drauf machen. Wie zum Beispiel hier sowas hier. Ich habe auch schon einige gesammelt, natürlich noch nicht alle, ne? Aber schon einige. Natürlich auch nur einmal, ne? Das
Den habe ich ja mal für einige Zeit mal einige aussortiert, ganz den legendären Gegenstände, was ich da aufpacken konnte. Habe ich dann extrahiert und in mein Buch gepackt. Euer Tod naht. Der ist schon da. Denn ich bin der Tod und bringe Frieden euch. Da müssen wir auch nicht rein. Was ist das für eine Höhle überhaupt? Wie heißt die? Höhle des Mondclans, ja. Auch nur optional, muss man nicht rein. Kommt auch immer wieder mal. Oh, hier gucken, hier ist diesmal gar nichts, okay. Mal lebt der Baum, mal nicht. Sag mal, ein bisschen zufällig. Nee, ist da nichts. Nee, ist nichts. So, hier ist wohl wieder ein uralter Scheiterhaufen. Hier wieder ein Event. Jo. Wie war das nochmal? Müssen die nicht zerstören? Nee. Achso, mich hier müssen wir mit ihm reden. Geist von Gabbat. Aber so ein Event. Wir können sie uns teilen, ja? Ihr werdet helfen. Jetzt muss ich zerstören. Die Totems. Zwei Stück, jetzt kommen die Geister. Ist auch nicht immer da. Ja. Da ist der Dank, dass ich dir geholfen habe, du Gabbat, du. Auch wieder eins von diesen Events, die da sein können, aber nicht immer sind. Und natürlich nur jetzt in diesem Gebiet hier kann das sein. Nur in diesem Gebiet jetzt hier. Oh, mal gucken, was wir oben noch so Schönes haben. Ja. Da ist nichts mehr. Felshaufen ist auch nichts. Dann gehen wir zurück. Ein bisschen was. Nö, ist auch nichts mehr. Du? Auch nichts. Aber immer schön alles untersuchen. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ja. Und? Haben. Hier ist scheinbar nichts mehr. Ja, kleine Fallen. Macht nicht wirklich viel Schaden. Nicht wirklich. Ach. Räumchen wechsel dich, geh schlafen. Na, bleibst du hier. Ziegenmensch,
Sie sind wie die Tiere, zu keiner Vernunft fähig. Hier mein Stab der Khazra. Den müssen wir auf alle Fälle haben. Den brauchen wir. Das haben wir jetzt nicht schön bekommen. Oh, neue Handschuhe. Armschienen. Schultern, mal gar nichts. Haben wir einmal komplett alles voll. Und Stufe 20. Kettenhandschuhe. Ah, auch nicht gut. So. Passiv. Anführer lieben Toten. Sensekosten für Skelette Befehlung und die Abkriegszeit von Golem Befehlung werden 30% reduziert. Jawohl. Nehmen wir natürlich mit. Und der Templer. Letzte Stufe. Ressourcen erzeugen oder. Achso, nee, braucht man nicht. Machen wir hier. Das waren die vier vom Templer. Können wir im nächsten Durchgang vielleicht mal den Schuft nehmen. Danach den die verzaubern. Guck mal, wer erst in Akt 2, kann ich schon mal sagen. So. So, hier sind wieder ein paar Gegner mehr. Kleiner Abschnitt nur. Mit ein paar Fallen, wie hier die beiden zum Beispiel. Aus dem Boden kommen sie. Hier diese Seile auf dem Boden, ne? Das ist aber so eine Stolperfalle. Hier mal zeigen. Da, bam. Macht nicht viel Schaden, schießt euch ein bisschen zurück, das war's. Der Boss ist auch nicht immer da. Manchmal liegen auch bis drei Leichen rum, die man ja, untersuchen kann. Gucken, was hier noch ist. Gar nichts, ne? Nur Gegner. Hier unten lang, ob hier noch was ist. Ja, Gegner. Ein Gegner mit ein bisschen Gold. Auch noch ein paar Gegner, alles mitnehmen. Jo, aber sowas von. So. Gehen wir erst hier links rum. Der Gegner kommt her, ja. Bam, 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 bam. Jo. Alles einsammeln, dann habe ich schon gleich voll. Ne? Ja, gleich mal voll. Der ist besser. Den schlechter, zwei Teile kann man dann mitnehmen. Dorfbewohner. Dorfbewohner, Dorfbewohner, Dorfbewohner. Karaköpfe gesucht. Die ansässigen Khazra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Machen wir. Wir werden euch für jeden Khazra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Da wären wir ja reich. Eine Kettenhose. So, sind wir voll, ne? Jo. Da. Ne, brauchen wir nicht, lass mal. So, einmal zurück in die Stadt. Wir sind voll. Herstellen, reparieren. Kann alles weg. Die legendären Gegenstände. Erstmal gucken, Moment, ob da was drauf ist. Ich sammle sowas immer erstmal in der Kiste.
Ich habe meine extra Kiste dafür im Bereich. Wo war denn? Hier unten, ne? Ne, hier war das. Einfach rein. Alles sammeln. Die kleinen Edelsteine verkaufe ich alle. Oh, tschüss. Brauche ich nicht. Da. Das ist Hochland. Geh rein. So. Die machen eine komplette Umdrehung, dann lassen die automatisch weg. Die können aber auch gut Schaden machen. Muss ein bisschen aufpassen, vor allem später in höheren Stufen können die schon gut Schaden machen. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. Aber sowas von. Jetzt haben wir alles. So, die Trommel ruhig schnell zerstören. Und damit können die nämlich sich selbst stärker machen, die Ziegenmenschen, die Kasra. Wenn sie in der Nähe sind. Hier kann auch sehr, sehr selten offen sein, glaube ich, das Lyceum, glaube ich, ne? Ist aber auch sehr, sehr selten. Ich freue mich zu berichten, dass ich den Willen der Gefangenen aus Wortham gebrochen habe. Die Worte fließen aus ihren Mündern wie Blut aus einer Wunde. Unsere Beschwörer können die Waffe auf euren Befehl hin einsammeln und der Feind wird nichts davon merken. Entwicklung. Eine unglaubliche Leistung. Jo, finde ich auch. Hier unten Dorfbewohner, eine Truhe. Die ist auch ab und zu mal da. Das ist natürlich unwichtig. Zweihand will ich nicht. Nein. Ah, schön, Schatzgoblin ist jetzt gekommen. Gar nicht drauf geachtet. Irgendwo war ein Schatzgoblin gewesen. Egal. Ach, da hier war er. Kann man die Spur sehen. Von Gold. Da war der Schatzgoblin. Kann man ihn eigentlich eher gut verfolgen dann. Wir werden so noch öfters auf Schatzgoblins treffen, öfters. Nacht umfängt euch. So, ist noch eine Leiche. Die nix bei sich hat. Warum auch? Einmal hier oben lang. Warum schon Falle? Da.
verrottet. Jawohl. Ich glaube, hier so in der Höhe, irgendwo hier oben, kann mit offen sehr selten ein Turm erscheinen, wo man auch reingehen kann. Aber auch wieder sehr, sehr selten. Muss man öfters laden, immer wieder hinlaufen, bis man irgendwann mal dann halt gefunden hat. Das ist aber auch wiederum auch nur für einen Erfolg, wenn man alles haben möchte. Ich meine, hier oben war er irgendwo gewesen. Irgendwo hier erscheint er dann. Irgendwo hier so. Aber auch wiederum sehr, sehr selten. Das verfluchte Anwesen? Ja, das verfluchte Anwesen. Von König Leoric. Allzu viel ist er nicht mehr, dann haben wir Akt 1 durch. Allzu viel ist nicht mehr. Ja, ist schon ziemlich lang. Ich weiß nicht, ob Akt 1 der längste ist, aber vielleicht ist es ein langer Akt. Ziemlich groß. Mir gefällt nicht, wie der Schuft Lea ansieht. Verwechsel Tollheit nicht mit Boshaftigkeit. Ich werde ihn im Auge behalten. Ist ja überhaupt nicht dabei, aber egal. So, rein ins Anwesen. Leorics Anwesen. Verfault und verrottet. Die Kultisten vollzogen gerade ein seltsames Ritual. Als ich sie heute sah, einer von ihnen stand lautlos da, während die anderen lange Dornen tief in sein Rückgrat trieben. Er starb nicht. Und ich glaube, ihm könnte durch die Fremdkörper sogar eine finstere Macht verliehen worden sein. Auch wenn mir solch schreckliche Magie fremd ist. Hier können auch sehr, sehr selten, ich meine, hier war das immer gewesen, sehr selten Schienbein, glaube ich, war das, liegen. Das ist eines der Teile, um in diesen Regenbogenland zu kommen. Aber auch schon lange nicht mehr gefunden. Lange schon nicht mehr. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Chaldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Ja, Chaldeum ist Akt 2, kann ich schon mal sagen. Können wir natürlich auch noch hin. Aber ist noch ein Stückchen hin. Erstmal natürlich erstmal Akt 1 fertig machen. Keine Sterbliche könnte unsere Brüder derartig riskieren. Eure Arroganz ist grenzenlos. Beschäftigt sie, während ich in den Tiefen unter uns ihren Untergang vorbereite. Jojo. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Bald werdet ihr euren Frieden finden. Ist vor kurzem ein neuer Gefangener angekommen? Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leorics alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Jo, den wollen wir natürlich finden. Den wollen wir natürlich finden. Da ist nix. Jetzt kommen wir noch ins Gefängnis. Hallen der Agonie. Drei Ebenen plus eine noch, zwischendurch noch, dann haben wir auch Akt 1 durch. Verfault und verrottet. Jo. Mal gucken, dass wir hier noch eben zügig durchkommen. Unvorstellbarer Reichtum. Naja. Aber hier gehe ich natürlich jetzt nicht jede einzelne Ecke ab, dort einfach zu lange. Muss man auch nicht unbedingt machen. Ist nichts
Besonderes, nicht was ich jetzt wüsste. Keine Ereignisse oder sowas. Nicht was ich jetzt wüsste. Und zumindest jetzt so nichts bekannt. Oder die haben natürlich was nachgepatcht irgendwann. Einfach nur Ausgang zur nächsten Ebene suchen. Fertig. So, einfach nur viele Kultisten vor allem. Mehr ist es hier nicht. Kann ich mal da mal gucken. Weil die machen ein bisschen Schaden. Ein bisschen. Damit kann man auch die Gegner töten. Ist auf jeden Fall ein Erfolg. Dann habe ich aber nur in Akt 1 kann man das machen. Nur in Akt 1 mit verschiedenen Bereichen halt. Dann rein mal so ein. Akt, sonst kommt das nämlich nicht vor. Genau. Den Erfolg kann man nur in Akt 1 machen. Hier ist schon Ebene 2. Nichts, können wir raus. So. Bam, bam, bam. Da ist nichts mehr. Kultisten. Folterwerkzeuge. Teleporter braucht man nicht. Müsste ich eigentlich so gut wie nie. Weil wir haben immer noch unser Stadtportal zur Not. Wenn man nachher die, wenn man die Kopfgelder macht, sind die natürlich schon wichtig. Aber da muss man natürlich einmal komplett durchspielen. Alle 5 Akte durch. Dann kann man die Kopfgelder, meine ich, machen. Kopfgelder, Nephilim-Portale, also Endcontent, weil damals angepriesen wurde. Wenn ich nicht wirklich so viel ist, nicht so viel, nicht so gut. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Da müssen wir rein. Kommen wir jetzt noch nicht. Ist nicht noch verschlossen. Müssen erst hier unten einmal hin. Euer Mut hat euch nicht ein einziges Mal verlassen. Nö. Warum auch? Auch manchmal ein bisschen anders hier die Mitte. Oh, jetzt kommen wir hier oben nämlich durch. Ab ins Gefängnis. Das ist ein kleiner Abschnitt.
mal kurz über den Pass hier. Auch nur ein paar Gegner hier. Da kann man, glaube ich, auch rein. Aber auch sehr, sehr selten. Stufe 22. Nach geht's natürlich sehr, sehr schnell, ne? Klar. Jo. 6 Überreste der Gefangenen müssen wir eben Ruhebetten, wie auch immer, müssen wir finden. Die kann man auf der Minikarte an diesen gelben Kreisen sehen. Da ist so eins. Die sehen so aus. Einfach nur benutzen. Jo. Freiheit. Ah, was Neues. Gutes. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. In einem Gürtel. Alles klar. Weiter geht's. Ach. Man muss nicht überall rein, aber kann man ruhig machen. Meistens sind immer so nur Gegner da. Hier ist wieder so ein Überrest. Müssen wir alle 6 müssen wir erstmal finden, befreien. Das erzündet natürlich den Gefängniswärter. Sind immer 3 hier oben und 3 weiter unten. Kommt es mir immer vor? Hier ist der dritte. Die anderen 3 sind nämlich im unteren Bereich. Nee, dann nicht. Hier sind jetzt mal 4. Okay. Komm da raus, du feiges Huhn. Also oben ist nichts mehr, das will mir schon was anzeigen. Können wir mal kurz mal gucken. Ist sonst nichts mehr. Das war's auch. Muss ich alles mitnehmen hier. Oh. Ab dafür sind nach unten noch 2. Ist mich hier, ist mich die Mitte. Hier ist der untere Bereich. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Ein Diamant. Wenn ich wirklich einen hätte, menschlich. So, 5 Karat. Kann man schon was mit anfangen. Nummer 5. Einer fehlt noch, dann haben wir so. Sind auch immer gleich aufgebaut. Manchmal hält natürlich die Position der Gefangenen, ist immer unterschiedlich, die Überreste.
In meinen verschiedenen Plätzen. Das wäre sehr langweilig, ne? So, ist der letzte. So, dann ist hier unten nichts mehr. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Hier kommen wir durch. Können wir auf der Minimap nämlich sehen. Müssen wir hoch in die Mitte. Ja, können wir jetzt hier lang. Hier kommen wir noch nicht durch. Hier, Tor. Das ist ein Wärter töten. Bin ich denn der Einzige hier? Muss ich alles selbst machen? Jo. So sei es. Dann komm raus. Der Wärter, da ist er doch. Ist er da, ist er weg und tschüss. Oh, da kommen ein paar Gegner da. Ah, nicht so wichtig. Ab durch die Mitte. So. Jetzt haben wir noch eine Ebene. Dann kommt der Akt 1 Endboss. Dann haben wir Akt 1 durch. Das ist einmal so eine kleine Geschichte. Ich bin stolz, meinen Teil zu Leoriks Ende beigetragen zu haben. Einerseits das Lazarus Grimoire. Der Zeitpunkt für das wahre Erwachen meines Herrn steht unmittelbar bevor. Dieser Narr Leoric konnte ihm nur widerstehen, weil er noch nicht über seine volle Macht verfügte. Nun, da die Königin als Verräterin ausgeschaltet ist, kann ich mich voll darauf konzentrieren, den Jungen für die Ankunft meines Herrn vorzubereiten. Ja, dunkle Machenschaften, wie es hier schon immer mal so gab, ne? Intrigen und sowas, kennt man ja. So, noch jetzt hier den Endboss finden. Dann haben wir Akt 1 durch. Staub nehme ich mit. Weiter geht's. Können wir da noch kurz rein. Ulbert der Wiedergänger. Ein verdienter Tod. Wenn du es sagst, wird es wohl so sein. Ja, du einmal und du, mit der Teleporter brauchen wir nicht. Dann ist ja nichts. Alles klar. Na, damit. Meistens so sind nie was Gutes drin. Meistens nur weiß oder grau. Ganz selten, ganz selten auch mal blaue Sachen. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen, ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen. Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann mich noch trauen. Da kann man auch, wenn ein Feuerteil ist, durchlaufen, macht ein bisschen Schaden, nicht wirklich viel. Muss man nicht unbedingt so sehr aufpassen. Schwäche überkommt euch. Jo. Ah, Schatzgoblin. Da ist er. Ich
ist er. So, lass mich unten lang. Wo ist er jetzt, der Boss? Wo ist er? Die Kammer des Leidens. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird Konsequenzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Ja, definiere Verrücktheit. Fast immer nur weiße Sachen. Fast immer nur. So, hier unten mal so nix. Gehen wir mal hier oben lang. Na, verdrückt. Nicht so wichtig. Du noch weg, du weg. Ach, geh ich nach. Man kann ja schon viel Zeit zerstören. So, da die Bank auch noch. Die Kultisten müssen weg. Weg sein. Ist meistens nämlich hier in dem Bereich. Oben oder unten. Ja, hier müsste er sein. Müsste der Weg jetzt sein. Da ist er auch. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, so wie jetzt. Da sind wir, Kammer des Leidens. Der Endboss von Akt 1. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Jo, der Schlechter. Und auch ein Erfolg auf Qualstufe, aber nur die Bosse innerhalb einer bestimmten Zeit zu töten. Nachher gar kein Thema mehr. Aber er ist auf Qualstufe. Den Butcher, den Schlechter zum Beispiel innerhalb von 30 Sekunden. Kann man machen. Gar kein Thema. Später aber erst, ne? Auf Qualstufe auch erst. Habe ich schon gemacht. Auch die anderen Endbosse. Sich und allein Diablo gehorchten. Die Schlechter werden aus Körperteilen anderer Dämonen zusammengenäht, um meine so Tasche ihre ist Stärke vor. In einem einzigen Körper zu sammeln. Anschließend werden sie mit böser Magie zum Leben erweckt. Hm. Ich muss kurz was umbauen, wenn ich nicht mehr extra hier hin möchte. Ein Gürtel bekommen, legendären wieder. Sogar besser. Das ist alles Müll. Einhand. Nein, nein, nein. Die ist besser. Ist noch besser. Kann man mitnehmen. Die noch diesen bunten, leuchtenden Rahmen um sich haben. Die haben wir noch nicht geguckt. Da haben wir noch nicht einmal drüber gegangen. Dann ist das nämlich weg. So. Können wir auch. Der ist besser. Ja. Ja, hier Heilbrunnen. Das war der Schlechter. Und ich bitte hier die schwer, da wo es halt brennt, ne, runtergehen. Und jetzt steht man halt im Feuer drin, kriegt man Feuerschaden. Das war's auch. So. Noch einmal hier runterlaufen.
Da haben wir ihn gefunden, den Gefangenen, den Fremden. Ach, den kann ich ja nicht mitnehmen. Egal. Der Fremde. Ups. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Jupp, den kennt man noch aus Teil 2. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan. Die letzten Herrscher der Hölle entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Die Priester von Radma hatten befürchtet, dass dies passieren würde. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Jo, und auf. Auf nach Neu-Tristram. Untersuchst du mal alles? Jawohl. Leer machen. Reparieren. Wiederverwerten. Tyrael. Da ist er. Der Karawanenmeister kann man auch noch aus Teil 2. Kriegt man ja noch her. Auf nach Akt 2. Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen. Einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Sie vollenden.
ich führe sie für dich fort. Akt 2. Ich muss Tristram hinter mir lassen. Denn in Caldeum wartet ein noch größeres Übel auf mich. Der Herr der Lügen hat sich dort eingenistet. Irgendwo in dieser gewaltigen Stadt. Da sind wir, Akt 2, Caldeum, im versteckten Lager. Müssen wir nicht doch alle doch... Ah, nee, haben wir da gar nicht. Nee, haben wir da gar nicht. Genau. Da ist die Mystikerin Myriam. Die finden wir eigentlich auch erst später. Eigentlich. Da wäre der Schuft, den wir schon... befreit haben, gefunden haben, freigeschaltet haben, wie auch immer. Da ist wieder der Schmied. Hedwig. Hier ist ja die kleine Händlerin, bei der verkaufe ich meine ganzen Sachen halt, ne, die ich so halt immer so überhabe. Aber ich würde sagen, das und noch viel mehr sehen wir uns in der nächsten Folge von Diablo 3. Dann geht's mit Akt 2, weil ich versuche erstmal, Akt 2 werde ich auch erst nur eine Folge machen, Akt 3 und 4 wahrscheinlich zusammen. Mal gucken, wie wir was machen, ne? Vielleicht sage ich jetzt erstmal jetzt hier Schluss für heute. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Diablo 3. Bis dahin, tschö mit Ö.